Die noch nicht ganz so einordnen kann. Mein Name ist Martina Kischkraft. Ich bin für ganz, ganz viele Firmen im Rheinweg zuständig. Manche sagen auch Schiffen zu mir. Wir haben hier in Donnersbach eine Gruppe von Menschen hier, die mir auch sehr ans Herz gewachsen sind. Einer davon, der sitzt neben mir. Und irgendwann, als ich Service gemacht habe, habe ich ein Buch auf dem Tisch gesehen, oder so halb eigentlich eher in seinem Rucksack. Und habe mich schwer gewundert, dass sein Name auf diesem Buch stand. Und habe ihn natürlich darauf angesprochen. Und dann hat der Norbert Zimmermann mir erzählt, dass er eben schon ein Buch geschrieben hat, beziehungsweise, was wir hier in der Hand, zwei sogar, habe ich dann herausbekommen. Und wir hatten dann für uns einfach die Idee, ob wir damit nicht mal starten und hier im Rheinweg so eine kleine Lesung machen. Das Thema dieser Bücher, das wird der Norbert gleich noch erzählen, fand ich eigentlich persönlich irgendwie auch spannend, weil jeder von uns hat mit Sicherheit schon mal etwas über die Titanic gehört, hat vielleicht auch schon den ein oder anderen super kitschigen Film geguckt, hat vielleicht auch ganz spannende Dokumentarfilme dazu gesehen. Norbert hat, glaube ich, zwei Bücher gemacht, wovon er auf einem liest, wo er das Thema nochmal von einer ganz anderen Seite betrachtet. Ich glaube, da steckt auch, oder da ist sehr viel Recherche dahinter. Das kann der Norbert aber, glaube ich, am besten vielleicht auch selber ein bisschen erzählen. Ja, ich hoffe, dass es vielleicht eine ganz spannende Geschichte ist. Ich auch, ja. Viel Spaß, um ein bisschen von deinen Büchern und dir zu erzählen. Und ja, euch noch einen schönen Abend und ich blicke jetzt weiter ins Service-Film und her. Und ich wollte erstmal bedanken, dass ich dir die Möglichkeit bekommen habe, hier diese Lesung zu machen. Das ist absolute Premiere für mich. Also das heißt, dass es gleich etwas freundlich wird, bitte nicht böse sein, mich nicht von der Bühne prügeln. Also Tomaten sind zu Hause. Dankeschön, ja, das ist toll. Ja, wie Martina schon sagte, es geht um das Thema Titanic. Da habe ich auch schon, wie sie sagte, zwei Bücher drüber geschrieben. Ja, ich bin ja sehr früh eigentlich schon, kann man nicht sagen, aber mit dem Alter von 15 zu diesem Thema gekommen, als das Wrack der Titanic gefunden wurde. Da war ich bei 15 dann im Geburtstag. Und dann blieb ich dann bei diesem Thema hängen, habe dann auch das auch so weiter verfolgt und dann so im Laufe der Jahre ist das etwas abgeebbt, aber als dann der Kinofilm rauskam, muss ich leider zugeben, ist das Interesse wieder etwas stärker aufgeflammt. Hat aber nicht unbedingt mit der reinen Liebesgeschichte von Jack und Rose zu tun, die finde ich nämlich nicht so sonderlich. Aber allein diese Nachbauten des Schiffes in diesem Film. Wer das Schiff quasi kennt und dann diese Nachbauten sieht, der ist dann absolut fasziniert. Dann hat das wieder so das Interesse an dem Thema geweckt. Und dann habe ich mich so etwas tiefer in die Materie hineinbegeben. Und so im Laufe der Jahre, je tiefer man da reintaucht in diese die Geschichte, desto faszinierender wird es. Weil da wird viel, ich will nicht sagen Müll, aber nicht unbedingt die Wahrheit weiter verbreitet. In vielen Büchern oder auch in vielen Dokumentationen, die sind so widersprüchlich zueinander, dass man da schon gemeint hat, reden die von demselben Ereignis oder was ist da los? Und so habe ich dann immer weiter recherchiert, auch mich durch die allen möglichen Bücher gewählt und auch Dokumentationen gesehen. Und im Laufe der Jahre habe ich auch ein paar Persönlichkeiten kennengelernt, die auch mit der Titanic direkt zu tun hatten. Ich habe den jüngsten Sohn einer Titanic-Überlebenden kennengelernt, den David Haseman. Seine Mutter war 15, als die Titanic sank. Hat konnte ihm also auch noch und seiner ganzen Familie noch sehr viel berichten, was ihre Mutter dort erlebt hat. Und sie wurde, die ist mit 101 Jahren dann auch gestorben, also sie ist sehr alt geworden. Und konnte dann eben die ganze Geschichte, was sie da erlebt hat, dann ihre ganze Familie weitergeben. Und dann Gespräch mit David Haseman fand ich dann doch, es war unheimlich bewegend, was er mir da so erzählt hat. Weil das ist ja so eben diese Betroffenheit, die man dann auch bekommt, wenn dann so erzählt wird, die Mutter saß dann im Rettungsboot und sie mussten durch die Leichen durchrudern, weil so viele Leichen dann im Wasser waren, dass das nicht möglich war, dann normal durchzukommen. Und sie wusste im Prinzip, dass ihr Vater unter diesen 1500 Menschen, die noch gestorben sind, oft und unter war.
ist natürlich sehr, sehr schwierig, dann das zu verarbeiten. Aber die hat es ganz gut hinbekommen im Laufe der Jahre. Dann später habe ich dann noch eine ganz skurrile Persönlichkeit kennengelernt. Der Douglas Moody. Der wollte in den 60ern mal das Wrack der Titanic heben. Er wollte, glaube ich, Tischtennisbälle in das Wrack hinein irgendwie bekommen, obwohl der Wrack damals noch gar nicht gefunden war. Und dann sollten die dann mit dem Aufzug nach oben kommen, also alles sehr, sehr skurril, und wie er das dann managen wollte, weiß er, glaube ich, bis heute nicht. Aber der hat dann noch den neuesten Bruder dann, er meinte, er hat immer noch der hat in die Titanic gehört, das Wrack zumindest. Er hat dann irgendwann in den 70ern die Pure Atlantis, die Nachfolgefirma der White Star Line, die der Titanic gehört hat, angeschrieben, so dass ich das mein Wrack. Wenn sich innerhalb eines Monats keiner meldet, dann gehört mir das auch. Die haben natürlich gedacht, das ist das nicht für ein Bekloppter? Reagieren wir nicht drauf. Ja, da die nicht drauf reagiert haben, meint er jetzt seit den 70er Jahren, die gehört das Wrack. Okay, das ist wirklich so, ja. Und dann, er hat jetzt den Spleen, weil er als Kind mal auf der Queen Elizabeth I war, dass er jetzt das Wrack der Queen Elizabeth I heim nach England holen will. Ja, nur dem Mann ist nicht begreiflich zu machen, dass das Wrack schon längst verschrottet wurde und in Hongkong irgendwo in allen möglichen Bäumen verarbeitet wurde. Aber das ist dann so eine Geschichte, der Typ ist also wirklich absoluter Kracher, also was habe ich noch nie erlebt. Ja, gut. Aber nur, wenn man solche Persönlichkeiten dann auch kennenlernt, ist das natürlich absolutes Highlight, auch wenn das jetzt so verrückt ist. Aber man kennt ihn zumindest in der sogenannten Titanic-Szene sehr gut.